Also Leute, ich bin ehrlich, kostümetechnisch ist das, seitdem wir Chimär geworden sind, katastrophal. Ich habe hier neun Kleiderstangen, Quatsch, vier Kleiderstangen, wie komme ich auf neun? Vier Kleiderstangen, die über 2 Meter lang sind, wo etliche Kostüme dranhängen und mir ist aufgefallen, ich habe kaum asiatische Klamotten. Es ist wirklich schlimm. Deswegen habe ich hier jetzt einfach aus Naruto mir ein kleines Kostüm zusammengestellt. Weil, ey, ganz ehrlich, ich habe sowas nicht zu Hause. Also, ich habe sowas hier nicht rumfliegen, versteht ihr das? Das bedeutet, wir müssen jetzt hier halt ein bisschen. Also, kostümetechnisch war das die schlechteste Wahl. Und wir müssen wirklich darauf achten, dass ich beim nächsten Pick bitte nicht was Asiatisches nehme. Ich habe alles, also europäisch, Amerika. Ich hätte sogar hier Federschmuck und so gehabt. Ja? Scheiße, ey. Wirklich, das ist scheiße. Müssen wir mal gucken. So, und wir müssen auch gucken, umso näher ich Neuzeit komme, müssen wir sowas hier dann in den Müll hauen. Da sitze ich hier so wie mit Moskau Mule, Alter. So, also, in der letzten Folge haben wir Shoyoka ausgelöscht und auch. Wie hieß er denn? Ja, der hier. Das sind irgendwie andere Charaktere jetzt auf einmal. Frag mich nicht. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Übrigens, die patchen aktuell ja immer und das sind meistens Bugfixes. Also nicht wundern, würde ich sagen. So. Wir haben jetzt die Situation, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 Städte haben. Wir müssen jetzt wirklich mal schauen, dass wir die zusammenlegen, eingliedern. Ja, aber da ist halt die Problematik, dass das ganz schön teuer ist. Ich habe generell gar keinen Einfluss. Es ist Katastrophe. Wie kriegen wir hier mehr? Tja. Und gleichzeitig habe ich Stabilitätsprobleme. Also krasse Stabilitätsprobleme. Ja. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn wir hier tatsächlich hier Bevölkerung reininten. So, hier habe ich einen Bezirk. Mache ich den hier hin? Den könnte ich auch kaufen. Aber gut. So. Theoretisch könnte ich auch die Stadt hier. Kann ich die nicht auflösen oder so? Ach, guck mal. Jubilierend. Siegreich. Aha. Also, Hauptstadt verlegen, umbenennen, genau. Aber kann ich eine Stadt auch auflösen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber halt zusammenlegen. Okay, also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier Stabilität erzeugen. Ja, das wäre besser. Das bringt auch viel mehr. Ne? Ja, so. Dann. Das hier wird umbenannt. In. Keine Ahnung. Hakenfelde. So. Weil die werden wir ja behalten. So, dann glaube ich, die wird eingegliedert von der. Der hier. Dann erstreckt sich das hier oben so. Und hier haben wir einen Block. Und dann haben wir Spandau. Und dann ziehen wir da auch Babylon rein. Okay. So, dann ist das Hakenfelde. Das hier ist Starken. Und alles, was hier noch komische Namen hat, wird eh planmäßig eingegliedert. So. Hier machen wir eine Stabilität pro Forscher, würde ich sagen. Ja. Ja, und hier ist irgendwie. Ist Kacke, ne? Ja, bringt ja gar nichts. Ja, wir haben hier einfach null Bevölkerung. Vier. Oh mein Gott, Alter. Die müssen jetzt erstmal wachsen. So. Ihr verschmelzt mit denen. Und ihr wandert hier runter. Ja, vielleicht. Na gut, egal. Okay, und ihr wartet. Ja. Runde 157 schon. Ja, der wird jetzt auch nicht mehr lang leben. Okay. Ja, dann ist es jetzt langsam Zeit, Babylon natürlich zu bezwingen und dann überzusetzen. Be straight with me and I will return the courtesy. Ach so, ja, stimmt. Das mir. Das ziehe ich zurück.
So. Und wir können jetzt hier ein bisschen coole Sachen machen. Sehr gut. Ja, eine Allianz zu haben ist, glaube ich, immer gut. Gibt einem gute Boni. Ja, und ich muss generell die Städte auch zusammenlegen, damit ich hier nicht immer jede Runde... Be straight with me and I will return the courtesy. Damit ich hier nicht jede Runde jede Stadt micromanagen muss. So, hier ist jetzt nämlich zum Beispiel das Problem, da kriege ich nur jetzt ein alle zwei Runden. Das ist überhaupt nicht gut. Scheiß mal auf Gold. So, dann hier auch. Ja, dann muss ich hier auf Nahrung auch dann erstmal gehen, nachdem Stabilität wieder einigermaßen steht. So. Was haben wir hier? Hier geht Stabilität wieder hoch. Hier kriege ich weiterhin eins in einem. Oh, geil, ey. Und in... Oh, what? Das kostet ja gar nichts. Ist ja Ehre. Ja, okay. Na, ich hatte ja hier Spiele gemacht und anscheinend reicht das schon. Plus 5. Anzahl der gleichen öffentlichen Zeremonien. Ich kann das unendlich hochstecken. Das ist ja geil. Ja, da würde ich jetzt sagen, was hatten wir hier gesagt? Ja, die Forschungsbezirke. So, da kriegen wir auch ein bisschen Einfluss. Ein bisschen aber auch nur. Ja, dann knallen wir das hier hin. Gut. So, und ihr geht da rein und ihr geht... Ach, die hätte ich wegmachen können. Na egal, machen wir das mit denen irgendwie. So. Gut. Der hat jetzt wahrscheinlich ähnlich wie bei Civ eine gewisse Rundenanzahl, die verstreicht. Bis dahin muss er eine neue Stadt gesiedelt haben. Und wenn er das nicht geschafft hat, ist er wahrscheinlich Game Over. Ist natürlich unlucky, dass er hier zu Braun segelt und nicht hierhin. So. Oh, was wollt ihr denn? Ja, hier ist irgendeine neutrale Stadt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht werden die meine Vasallen. Also. Ach, cool. Hier hat man eine schöne Übersicht. Befreien? Oh. Ich habe gerade die Übersicht von allen... Oh, genau sowas habe ich gesucht. Also, ich sehe jetzt all meine Städte und Außenposten. Und hier habe ich erstmal nicht beanspruchte Wunder zeigen. Und wann ich das nächste Wunder beanspruchen kann. Machu Picchu, geil. Ich brauche was, was Einfluss gibt. Die geben halt so viel Stabilität, ne? Taj Mahal, Alter. Nahrung pro... Ein Nahrung pro Glaube. Wie viel Glaube habe ich? 93, ne? Oh mein Gott. Okay. Ach, das habe ich ja schon. Stimmt. Dann die vier sind neu. Okay. Eure gesamten Städte erhalten Nahrung, die 50% der in der Stadt Machu Picchu produzierten Nahrung entspricht. Hm. Das ist ja nice. Alter, da kann man ultra gut kleine Städte hochboosten. Gut, anyways. Aber ich sehe hier, wir können beispielsweise Hakenfelde sagen, yo, ihr seid jetzt unabhängig. Und die werden es mir danken. Das Ding ist aber, irgendwann brauche ich hier die beiden Ressourcen. Aber vielleicht kann ich das ja behalten. Hm. Aber vielleicht auch nicht. NASA könnte ich abgeben. Hier ist halt gar nichts in den beiden Gebieten. Ja, dann machen wir das. Dann gehen wir NASA ab. So, machen wir mal. Wir probieren es einfach mal aus. Ich meine, notfalls erobern wir es zurück. So. Das ist jetzt ein neutrales Ding. Und hier haben wir jetzt folgendes Menü. Rebellen der Jeosion. So, je ähnlicher eure Ideologie... Oh Gott. Je ähnlicher eure ideologische Ausrichtung ist, desto mehr profitiert ihr von kultureller Nähe. Hier sind wir sehr nah. Geil. Und hier sind wir recht weit auseinander. Okay. Globale Nähe, Toleranz. Die tolerieren uns. Und wir sind am einflussreichsten. Okay. Und wir können jetzt hier Gold reinzahlen.
Ah, dann gibt es hier mehr Boni. Okay, was haben wir denn hier für Boni? Diese Striche zeigen Boni-Felder. Also das erste haben wir. Diese Unabhängigen greifen euch nicht an. Super. Dann, ihr könnt ihre Ressourcen kaufen. Und die teilen sich bereit. So, und beim nächsten. Diese Unabhängigen... Nee, die Armeen können als Söldner angeheuert werden. Und hier? Ihr könntet diese Unabhängigen unterwerfen. Aha. Ja, dann payen wir da mal Gold rein, wa? 2 pro Runde, guck mal. 4 pro Runde. 6 pro Runde. Ja, geil. Okay. Da kann man ab und zu also entweder Einfluss oder Gold einpayen. Was haben wir hier? Lila hat die wohl schon mal entdeckt. Gut, und dann kann ich hier Unterwerfung beginnen für 400 Einfluss. Aber dann müssen wir erst in den letzten Bereich vorgestoßen sein. Oh, ich sitze davor, es tut mir so leid. Also, hier haben wir unterschiedliche Abschnitte. Und wenn ich darüber hover, werden mir die Boni angezeigt. Die habt ihr gesehen. Und hier ganz hinten ist ein ganz kleiner Abschnitt. Und wenn ich den erreiche, ja, ich kriege hier immer 6 so einen Beziehungswert plus 6. Und bei 90 kann ich die unterwerfen für 400 Einfluss. Okay? Geil. Schöne Mucke, Digga. So. Gut, dann haben wir hier weniger Stress. Okay. Gut. Das ist cool. Ja, das können wir nicht ändern, I guess. Ja, dann ist das so. Okay. Und die machen wir zu unserem... Na gut, nee, ich brauche das tatsächlich. Aber das kann ich ja auch erhandeln, tatsächlich. Ja, ich muss nur erforschen. Ja, aber er muss auch erforschen und abbauen, ne? Hm. Verstehe. Ja, ich brauche auf jeden Fall 2 Salpeter, bin ich early. Hier, das muss ich... Das muss ich irgendwie bebauen. Bebaue ich das schon? Nee, Salpeterlager, das muss ich erst erforschen. Oh. Ja, gucken wir dann. Gut, Runde beenden. Aha. Jawohl. Handelsroute blockiert. Was mit den Griechen? Ach so, weil die hier jetzt fighten. Oder haben gefightet. Genau, euch machen wir da weg. Nochmal. Doppelt hält besser. Ciao. So, ihr latscht hier raus. Oder dahin. Super. Ja, ich habe das jetzt gemacht, damit ich mich nicht um so viele Städte kümmern muss. Weil ich habe jetzt schon 4 Stück. Und das ist ganz schön viel Micromanagement. Und ich glaube, da gerade die hier ist sehr weak. Die hat auch einen scheiß Bereich. Die würde ich mit der hier zusammenlegen wollen. Kostet 11k. Hä, hey, wann soll ich das bezahlen? Tja. Müssen wir mal gucken, ne? So, wo soll ich bauen? Hier soll ich bauen. Was können wir hier machen? Also, Einfluss geht gut hoch. Nahrung eigentlich auch. Ja, aber noch mehr Nahrung wäre nice, dann kriege ich jede Runde ein. Hier, sowas. 4 Einfluss auf Hauptplatz, das brauche ich. So, und in Spandau... In Spandau wird jetzt einfach massivst geforscht. Ah, kann ich nur einmal pro Gebiet? Ja, moin. Minus 23 Stabilität. Ach, weil da der Triumphbogen ist. Minus 64 Industrie. Das machen wir nicht. Ja, hm. Hier. Minus 2 Nahrung. Ja gut, aber ist jetzt nicht so worth, oder? Ist es worth? 15... Gut, ich kriege keinen Forschungsplatz mehr. Das muss man bedenken. Der macht schon gut was her. Aber das kriege ich hier auch mit so einem... Ah, das habe ich ganz vergessen. Ah, die geben aber auch 2 Einfluss.
Aber 2, das ist halt nichts. Ich brauche 11.000. Hä? Geschweige denn die Verordnung. Hier kriege ich einfach durch normales Forschungsding, kriege ich halt 22. Hier irgendwie? Achso. Ja, nee. Ja, zwei Einfluss it is. Machen wir, glaube ich, hier hin, weil, oder ne, hier. Ne, hier und dann hier noch Forschungsding. Ja, so. 1 in 2. Ja gut, aber das ist dann halt jetzt gerade so. Ne, das bringt nicht viel. 6. Gut. Hier 1 in 3. Ein bisschen Forschung. Ja, Gold. Ja. Ja, Marktviertel haben wir bisher auch noch gar nicht, ne? Oh, hier kriege ich jetzt richtig gut Kontrolle. Ja. Also Wissenschaft läuft jetzt. So, ich muss irgendwie... Moment. Ich habe hier eine durchschnittliche Stabilität meiner gesamten Städte. Beeinflussen die, wie teuer das ist? 6.416. Also eine ist hier sehr essentiell. Und zwar... Was waren hier essentiell? Ich hatte dir ja doch irgendwo eine Verordnung, die mir Einfluss gebracht hat, oder? Das können wir abbrechen. Krass. Ja, aber das gibt halt ganz guten Einfluss. Tja. Ja, Also das mit dem Einfluss ist so eine Sache. Tja. Na gut. So. Städte optimieren, ne? Achso, ja. Hier wird gefeidet. Ciao. Nein. So. Ciao. Geil. Militärstern. Geht ab. So, ihr geht mal raus aus deren Gebiet. Wir wollen ihn nicht provozieren hier. Wie sieht's hier eigentlich aus? +9 jeden Zug. Krass. Ja. Wie ist jetzt meine durchschnittliche Stabilität? 69. Tja. Tja. Tja, müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? For both of our aspirations. Ja, 5% mehr Einfluss. Einen Augenblick zum Nachdenken. Nein, alles gut, machen wir. So. Wahrscheinlich erst ab nächster Runde. Okay. 1 in 1, geil. Auch. 1 in 2 ist okay. 1 in 1, Ehre. Schön. So. Neues Wunder kann beansprucht werden. Also. Ah, das ist das Ding aus Moskau. Da habe ich mal ein Foto vorgemacht. Nice Side Note. Also. Glaube pro Bezirk. Also Glaube ging jetzt auch lange nichts mehr, ne? Na gut. Machu Picchu. Genau. Da können wir... Wenn wir das in Spandau platzieren, kriegen alle anderen Städte 50% der Nahrung, die Spandau produziert, on top. Also hier wird Spandau nicht abgezogen. Taj Mahal gibt ordentlich Money. Und Topkapi-Palast
Der erhöht die Produktion für gemeinsame Projekte und generell Industrie 5%. Ja, Machu Picchu. Aber das Ding ist, sollte ich das jetzt... Ich spare ja eigentlich gerade Einfluss. Wisst ihr? Das ist so scheiße. Warte mal, wie gut funktioniert das eigentlich, wenn ich hier sage, Städtewachstum? Nicht gut. Aber ich kann hier einlassen. Ich kann hier einlassen. So. Hier geht halt auch Einfluss. Ja, gut. So, und hier. Ja. Sechs Gold ist ja auch nichts. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal. Also. Hier ist die Stabilität super. Ist top. Dann würde ich sagen. Können wir noch Wissenschaftssachen hinknallen? Oder halt noch mehr Nahrung? Ich wollte hier eh ein bisschen Nahrung pumpen. Pump it up. Ne? Hier war ja. Genau, das Vergnügungsviertel, ja. Aber hier... Ja. Das ist halt auch geil. Gibt mir nochmal zwei Einfluss. Das ist halt so furz, ne? Ja, ich glaube das hier. Hier bringt das mehr. Aber hier kriege ich mehr Stabilität. Oder verliere weniger, weil das Vergnügungsviertel geboostet wird. Plus 10, plus 10. Ja, ich mach das hier. So. Dann starken. Lass was starten. Aha. Hier, guck mal, Salpeter. Ja. Ja, ich wollte generell auch natürlich das noch weiter fortführen, ne? Machen wir. So. Und hier. So, ihn kann ich noch. Ich meine, am Ende des Tages gibt es mehr halt Einfluss. You know what I mean? Machen wir. Ja, verliere ich aber auch gut Einfluss. Naja. So. Vergiftete Äpfel. Dank des transozeanischen Handels, der... Das Geldsäckel. Was ist ein Geldsäckel? Des Reichs füllt. Erfreuen sich die Bürger an Obst, Gemüse in vielerlei Formen, Farben und Geschmacksrichtungen aus fernen Ländern. Allerdings wird nicht alles davon gut aufgenommen. Eine saftige rote Frucht aus der Familie der Nachtschattengewächsen wird als Grund für den Tod einiger wohlhabender Bürger aus Hakenfelde vermutet. Und manche glauben, Hexen würden sie als Zutat nutzen. Ja, das macht Sinn. Unter der Elite werden die Rufe nach einem Verbot immer lauter. Wie reagiert ihr darauf? Also. Knauserig für Hakenfelde? Nö. Ja, das ist gut. Dit ist auch gut. Mehr Stabilität aller Städte. Ja. Und gibt mehr Wissenschaft. So. Genau, die Einheiten moven. Das ist wunderschön. Ja, euch. Weiß ich nicht. Positionieren wir mal an der Grenze, würde ich sagen. Ach, ich kann hier rein. Stimmt, ist ja mein Ally. Gut, gebaut wird weiterhin fleißig. Abfahrt. Heureka. Trophäe freigeschaltet. Put. Oh. Na gut. Wann kriege ich hier eigentlich? Ja, wie immer, ne? Ist halt dann auch... Okay. Und Taten? Mhm. Kulturen anzeigen. Ja, okay. Wie sieht es bei den anderen aus? Die sind halt immer noch nicht in der Frühneuzeit, ne? Diese Lappen. Blüte des Glaubens. Im gesamten Reich besitzt Religion einen hohen Stellenwert. Nichtsdestotrotz
entsteht unter den Gläubigen immer wieder Zwietracht. Große Städte stehen unter der Macht verschiedener Religionsführer, die das Standard-Credo mit jeweils anderen Augen sehen. Verbrennt sie. Natürlich entstehen neue Ordensgemeinschaften mit wachsendem Einfluss. Wie möchtet ihr mit diesen Gruppen verfahren? Ja, hier wieder weltoffen. Nee, das ist... Hä? Ich hab das falsch rum gemacht eben. Lol. Ja, dann wieder zurück. Zurück. Sorry. Oh ey, die Stabilität, sie sinkt. So. Hier wird gebaut, hier wird gebaut, hier wird gebaut, hier wird gebaut. Und ihr... Ja, ihr macht hier Druck. Der soll sich einkacken wie nie zuvor. Stationieren. So. Next round. Rebellisch in Hakenfelde. Was? So. Das können wir übrigens hier mal wegmachen. Ach so. Ach, guck mal. Ach, das ist abgelaufen. Stimmt. Das kann ich immer wieder machen. Zack. Da bezahle ich doch gerne ein bisschen Geld für. Gut, das ist ganz schön viel Geld. Oh Junge, das geht ja richtig runter. Ja, dann bauen wir hier zum Vergnügungsviertel, oder? Oder wir machen hier so ein schönes Ding. Ja, hier wäre krass. Gibt auch Einfluss? Echt? Oh ja. Ja, nice. Machen wir. So, und in Starken? Ja, hier wohl auch, oder? Ah, hier können wir noch was Sachen machen. Ja, hier, guck mal, in einem Zug. Das machen wir. Aha. Zack. So. Dann, genau. Ihr rückt hier auch ran und macht auch stationieren. Nächste Runde. So, wir können weiter forschen. Ja, geil. Jetzt können wir unser krasses Schiff bauen. Aber... Wir brauchen Salpeter. Da. 4 Züge. Easy. So. Hier bauen wir vielleicht auch einen Weiser Voraussichtenhafen, oder? Würde ich schon sagen. 20 Nahrung. Ja, Ehre. So. Und hier? Hier haben wir unter 30 Stabilität. Ja, ich glaube, ich muss hier jetzt eh mal ein bisschen Vergnügungsviertel pumpen, weil das gibt ja auch Einfluss. Guck mal, ich habe jetzt 4000. Okay, so, und in Starken, ja, das haben wir doch erledigt. Starken also, ne? So, es ist Ehre, Honor. So. Das bringt schon was. So. Gut, das hat jetzt nicht so viel. Ja, scheiß drauf. Gold bin ich jetzt eh nicht so der crazy Typ, wenn ihr versteht. Oh, lol. Ja, geil. Hier, vollballern. Alle dreien. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Also, Lila ist ein Problem. Der ist halt uns echt auf den Fersen. Wie sieht's denn generell bei Babylon hier aus? You need a drink. Ja, ja. Nee. So. Zollunion können wir machen. Wobei... Ja, spare ich Geld. Ehre. So, Spandau. Noch ein Vergnügungsviertel? Why not, oder?
Na gut, am effektivsten ist ja, wenn da möglichst viele Bezirke drumherum sind. Ne? Aber man will halt auch nicht. Also ich glaube, mit zwei ist schon so am Rand am optimalsten. Oder? Tja. Ja, oder ich forsche einfach Stabilität, ne? Das bleibt ja, ne? Ja. Ja, ist halt geil. So, das braucht jetzt 4 Züge, aber ab jetzt fließen die Leute hier rein. Okay. Also das schwankt so krass von Zug zu Zug. Guck mal. Das check ich halt nicht ganz. Warum das so heftig schwankt immer. Aha. Der eine macht den Unterschied. Na gut. So, und jetzt ist minus 1. Holy shit. Gut. Come. Let us share our dreams. Was willst du denn jetzt? Hä? Was will sie denn? Habe ich was verpasst? Nö. Ich glaube, die haben einfach nur Sachen gekauft. So, Alter, nicht noch eine Verordnung. Ja, die kostet auch genauso viel. Minus 50 auf Unterwerfenkosten. Ja, ich spare halt jetzt auf die 11.000 oder was das sind. Ne? So. Hier, ja, ich könnte das nochmal machen. Ich meine, eine Bevölkerung, das ist ein Zug. Ich bin dadurch deutlich stabiler. So, den können wir einmal bauen. Hier hin. Dann. Das können wir auch einmal machen, oder? So, das gibt auch gut Stabilität. Wo kann ich den hier einmal hinbauen? Da? Ja. Oder hier unten. Ja. Machen wir. Oh lol, das ist hier dann bei den anderen Forschungsdingern dran. Das ist geil. So, und wie sieht es in Spandau aus? Mhm. Ja gut, dann ist es so. Ah. Gelb sind weg. So, das kann ich auch einmal machen. Okay. So, wie ist denn die Durchschnitts... 58, die Durchschnittsstabilität. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Okay. Dann bauen wir hier... Vergnügungsviertel, oder? Ja. Machen wir. Hier schön auf dem Berg. Abfahrt. So. Hier alles Gucci? Ja. Ich kenne halt weiterhin das Wunder, aber... Pff. Geil, wir haben Salpeter. So. Was machen wir jetzt? Also. Wir brauchen irgendwie was, was uns Einfluss bringt. Siedler. Errichtet eine Stadt mit... Aha. Karavelle, das ist ein Seetransporter. Das wäre ganz gut. Und Hochsee ignoriert sämtliche Abzüge durch tiefes Gewässer. Das ist auch geil. Aber wie gesagt, ich brauche irgendwie Sachen, die Einfluss geben. Das hatte ich schon angeforscht, genau. Ich glaube, das machen wir erstmal, weil dann kriegen halt meine Einheiten, also zum Beispiel meine Schiffe, die ich jetzt gleich bauen werde, pro Eisen 25 EP, also 75. Wie viel brauchen eine Einheit pro, für Level Up? Hier, die ist noch nicht. Wo ist denn die EP-Leiste? Aha, 84. Krass, dann sind die einfach fast alle Level Up, wenn die spawnen. Okay, so, Starken. Was geht hier? Ja, die werden halt nochmal schön zu nutzen. Ja. So, dann Spandau. Ja. Weiß ich nicht.
Nee, eher nicht so. Aber sowas hier, das ginge. Wenn ich hier zwei hinsetze, guck mal, hier allein, 22. Ja, aber ich habe hier halt Stabilitätsprobleme. Das heißt, wir machen hier einfach... Jetzt müsste ich ja 10 haben, ne? Ja, krass. Das heißt, ich skaliere damit übel ins Late Game. So, ich könnte aber schon mal... Nee, Kogge nicht. Hier, ich brauche Salpeter 1. Und Karacke. Kann ich auch bauen. Okay. Ja, ich könnte halt auch Festspiele die ganze Zeit machen. True. Ja. Oder hier noch ein schönes Vergnügungsviertel. Aber da habe ich leider nicht so optimal. Also, ja. Ja, tatsächlich würde ich mit den Zeremonien, glaube ich, punkten. Aber 4 Züge dauert lange. Und hier kann ich halt richtig mit... Aber forschen tue ich gerade echt nicht langsam, ne? Pass auf. Ich glaube, ich pumpe jetzt in Industrie langsam rein. Aber es sind halt auch nur 2. 2 Einfluss. Nicht viel. Aber ich brauche Einfluss. Ich muss die scheiß Städte zusammenlegen. Wobei muss ich eigentlich gar nicht. Ja, aber so ein Vergnügungsviertel dauert 2 Runden, das ist die Hälfte und bringt auch 2 Einfluss. Aber ich kleiste halt meine Landschaft voll. Ja, ich glaube, ich mache hier jetzt noch einen hin. So. Wie ist hier so die Verteilung? Das geht klar. Ja, das geht klar. Ja, das könnte man noch machen. Hier ist okay. Okay. Ich guck gerade, ob die hier ablaufen, aber das sieht gut aus. Super. Wissenschaftsstern. Wunderbar. Okay. Oh Gott. Wann soll ich das alles... Plus 5 Wissenschaft auf heilige Städte. Plus 5 Stabilität und 5 Glaube auf heilige Städte. Dude, ich habe jetzt gerade mal die Hälfte, ne? Aber ist es so wichtig, Städte zusammenzulegen? Ich kann auch das Gebiet an die Stadt abtreten, dann wächst die auch schneller. Und dafür das alles einverleiben, indem ich hier ein Gemeinde. Was sind denn Vor- und Nachteile, wenn man eine Stadt zusammenlegt? Kostet Stabilität. Ich verbinde die Ressourcen. Klar. Kann dafür halt nicht in parallel in verschiedenen Städten unterschiedliche Sachen bauen und produzieren. Aber dafür produziere ich ja alles viel, viel schneller. Weil ich ja zum Beispiel auch die Industrie zusammenlege. Also die macht 173 und die 411. Ja. Da habe ich 584. Das ist schon ein Unterschied. Dann ist ja alles wahrscheinlich auf 1 oder so oder auf 2. Tja. Und das, obwohl ich hier niemanden drin habe, ne? Und hier ja auch nicht. Bevölkerung wird auch zusammen... Ja. Ja, gute Frage. Ne, hier unten will ich die ballern. Jo, ach so, ja, Mensch, hier, Salpeter. Zack, geil. Was machen wir hier? Hier geht die Stabilität runter. Plus 15. Das ist sick. Machen wir. Runde beenden.
So, die Mongolen erreichen mit den Japanern der Edo-Zeit die Frühzeit. Gut. Geil, okay. So, das können wir auch hier direkt bauen. Ne? Dann haben wir nochmal Industrie. Ah ne, und hier. Ja, ne, die Erfahrung erstmal. Und dann das. Ja. So, was forschen wir jetzt? Getreidesilo, 2 Nahrung pro Bauer. Ui! Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Plus 2 Nahrung pro Bauer. Und das ist halt eine Infrastruktur. Ja, das ist ja sehr gut. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Forschung, klar. Musketiere und Kriegsschiff. Junge, Junge, Junge. Ja, ich bräuchte halt auch Truppen, mit denen ich dann angreife, ne? Wobei, also hier auch, jetzt mal kurz. Die Musketiere haben so viel Kampfkraft wie meine scheiß Elefanten. Ja gut, die haben, ja gut, 4 mehr. Ja, das macht schon einen Unterschied. Ja, warum sollte ich das beides hier forschen? Das ist überhaupt nicht nötig. Gut, hier der Armeeplatz, ne? Das ist schon ordentlich. Zwei Geld pro Händler, genau, das ist der Saboteur, den können wir eh mal rüberschicken. Steuerbehörde. Ja, aber ich brauche ja auch eigentlich. Ich brauche ja auch eigentlich. Hier ist ein Seetransporter, genau, den brauche ich auch. Ja. Seetransporter brauche ich. Der ist dann. Mach ich zuerst. So. Okay. So. Hier ist das Vergnügungsviertel fertig geworden. Ja, Junge, ey, ich hab keinen Einfluss. Ich hab einfach keinen Einfluss für die ganze Scheiße. Das ist so heftig. Das können wir machen, dann wird hier alles mal schneller produziert. Hier, ich habe ja auch Schmiedeviertel. So. So, wie ist jetzt generell wieder verteilungstechnisch? Gut. Ja, gut, oder? Ja, ist okay. Endturn. So. Geil, jetzt kann ich wieder das machen. Zack. Hey, da hat sich nichts getan. Das ist frech. Warum nicht? Hier schon. Das ist halt echt geil. Das ist super nützlich. Können wir es hier auch machen? Ja. Nächsten Zug. So. Also. Ja, das ist jetzt schön. Ich versuche jetzt irgendwie alle Städte in Schuss zu kriegen, sage ich mal. Ja. Und parallel. Ja, mal hier alles voll zu kriegen, bevölkerungstechnisch, ne? So, 3 Nahrung auf Hafen. Industrie. Ich kann hier so viel Nützliches noch machen. Ja, vielleicht machen wir hier Schmiedeviertel. Guck mal, das bringt ja auch giga viel. Holy shit. Und gar nicht, ja, das ist gut. Es bringt ultra viel Industrie. So, und hier. Oh, guck mal, hier hätten wir noch Forschung. Noch mehr Forschung. Aber macht kaum Unterschied. Okay, Stabilität geht hier runter, obwohl ich das gerade gemacht habe. So. Dann machen wir das. Okay, und hier haben wir jetzt reiche Ernte auf 4 Städte für 10 Runden. Geil. Das ist wegen diesem Apfelkram. Sehr nice. Runde beenden. Okay. Griechen haben sich Zugang gekauft. Ist in Ordnung.
Ihr seid einfach die Letzten, die noch leben. Well met. Well met indeed. Soll ich das hier einfach auch mal machen? Willkommen. Ich habe da eine Idee. Wir machen halbe-halbe, okay? Können wir jetzt... Great things. This will lead to great things. Oh, gut gemacht. Applaus. Okay, jetzt haben wir alle Abkommen. Aber mehr gibt's jetzt da nicht, ne? Also Diplomatie ist da so ein bisschen gerade in der Sackgasse, habe ich das Gefühl. Da weiß ich nicht, ob man das später durch Forschung noch freischaltet. Mehr Optionen. Oder ob das jetzt so bleibt. Das wäre ein bisschen wenig. Das müssten die ja mal nachpatchen, Digga. Oder ein richtig krasses DLC rausbringen, was irgendwie super viel Diplomatieoptionen noch bringt. Wobei, bei Civ 6 war jetzt ja auch das Problem. Immer wieder ein Add-on, was noch mehr Mechanics reinbringt. Das war irgendwann so viel. Geil, wir sind glaubenstechnisch voll. So, wir brauchen was, was... Ja! Ja! Oh, das ist gut. Ja, wir brauchen wirklich Einfluss. So. Dogma auswählen. So, und wir können auch eine heilige Stätte mehr bringen. Das bringt uns halt unnormal viel Stabilität. Tatsächlich. 20. Unmehrglaube. Ne? Wo bauen wir das Ding hin? Hier wahrscheinlich. Das ist ja komplett useless, das Gebiet. So. Oh mein Gott! Plus 5. Ja, nee, Alter. Ich weiß. Also. In welcher Welt soll man den Einfluss haben, um das alles zu bezahlen? Das ist doch total imbalanced. Holy shit. So. Okay. Achso, hier kann ich jetzt wahrscheinlich beides nochmal machen. Geil. Geil. So, ja, das ist ja egal. Kriege ich ja schnell wieder. Zack. Junge, warum leiden die so? So. Gib das Gold aus. Okay. Jetzt muss ich auch mal meine Boote produzieren, ne? Ja, vielleicht vorher das nochmal. Geil. Hä? Darf ich nicht auswählen, wo? Ah, nee, ist ja ein gemeinsames Projekt. Warte mal. Pro Gebiet oder insgesamt? Plus 1 maximale Anzahl heiliger Städte. Das ist nicht pro Gebiet, oder? Wir beobachten das. Müsste jetzt bald fertig sein. So, du unterstützt es auch. Dann ist jetzt nächste Runde fertig. So, hier haben wir 65. Hier haben wir 67 oder 62. Und hier haben wir 85. Ja, hier sind wir jetzt auf 100. Hier auf 67. Ja, Tatsache. Scheiße, das ist nur für die. Und ich kann keins mehr bauen. Dann hätte ich das, glaube ich, lieber für Spandau verwendet, oder? Ja, weiß ich nicht. Okay. Also, wie machen wir das jetzt? Wir machen hier mal Geld weg. Brauche eh kein Mensch. Machen wir mehr Industrie. So. Dann, was richtig sick wäre, theoretisch, wäre, wenn wir hier tatsächlich die hier dicht machen, die Lücken. Aber ich will jetzt auch eigentlich mal meine schönen Schiffchen bauen. Da brauche ich aber Salpeter. Hä, wann ist denn das hier fertig? Das habe ich doch bebaut. Wollt ihr mich verarschen? Habe ich doch eins. Ich brauche zwei. Ja, dann... Oh, der baut das nicht ab. Weil der einfach nur in der Antike festhängt. Ach du Scheiße. Friend, you are a sight for sore eyes. Es tut mir leid, Fräulein Griechen. Ja, wir hatten eine gute Zeit, klar.
aber ich strebe jetzt nach höherem. I offer an excellent proposition. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Boah, 2400 Gold. Ach, also auf dieses schwache Angebot, da gehe ich nicht ein. So. Very well. I wonder what direction the wind blows now. Ich will dein Salpeter. Bitte. So. So, und jetzt machen wir Folgendes. Also, was ihr da abzieht, geht für mich gar nicht. Ich beende das Abkommen. As you wish. Brechen. Ihr besudelt meine Ehre. Warte, wir ziehen euch mal raus. So. Okay, was haben wir hier? Ihr könnt stolz auf eure zahllosen Erfolge und euer wunderschönes Reich sein. Schon seit der Antike genießt euer Volk den majestätischen Anblick eines örtlichen Naturwunders. Nur die wenigsten kennen jedoch die Geschichte seiner Entdeckung, bis jetzt. Ein beliebter Autor hat diese Geschichte nun als Theaterstück adaptiert. Das Ergebnis ist ein packendes Abenteuer-Epos, ausgeschmückt mit reichlich Dramatik und Romantik. Das Volk ist begeistert. Und auch euch wird zugetragen, dass das Stück nicht übel sei, Digga. Vielleicht solltet ihr das Theater mit eurem Besuch beehren und euch selbst einen Eindruck verschaffen. Nee, ich will eigentlich wieder hier zurück. Dann machen wir das. So. Spandau. Was bauen wir? Wir können schon mal eine Karacke bauen. Oder? Warte mal. Forschung. Kogge? Nee. Mittelalter? Ja, hier. Hier wollen wir hin. Oh, wer ist er denn? Akademie. Ja, gut. Oh. Kosten für Verordnungsaufhebung, Kosten für Verordnungserlassung, -20%. Können wir mal gucken, ob hier irgendwie... Hier was? Nee. Gut. Bötchen. Ja. Karacke, genau. Und das Ding. Ja, dann Karacke. Kann der transportieren? Nee. Haben wir hier noch ein besseres Transportschiff? Nee, ne? Luxusmanufaktur? Ruhm durch Bauobjekt. Alter. Gut. Dann, genau, das Getreidesilo, das wird heftig. Ah, hier unten. Kriegsschiff. Ach so. Ja, gut. Ja, dann pass auf. Oh, Bahnhof. Lol. Kohle, Kolonierbau. Das Industriezeitalter dann. Geil. Okay, pass auf. Dann machen wir das jetzt so, dass wir schon mal hier die Karacken bauen. Und dann gucken wir auch generell einfach mal rüber. Ach so, warte mal. Spawnt das dann hier? Ich denke mal, ne? So, was wollt ihr? Überraschungsangriff. Andere Reiche werden euch einen Verräter nennen. Ist mir egal. Keines der Reiche respektiert die Grenzen des anderen und Armeen können sie... Ja, okay. So, dann sind wir Verräter. Dieses Abzeichen sorgt dafür, dass sein Besitzer entsprechend seiner Stufe Kriegsunterstützung erhält, wenn er einen gegnerischen Bezirk zerstört. Ja, gut, aber... Also diese... neuen Kriegsunterstützung... Die werde ich ja wohl noch hinkriegen, oder? Bitte stell mal irgendwelche Forderungen. Bitte. So, stationieren. Okay. Hier gehen wir jetzt schön auf die 100 zu. Können wir das mal so machen. Okay, das ist nice. So, dann können wir jetzt hier mal generell gucken... Dass wir hier vielleicht, genau, Industrie nochmal ein bisschen ankurbeln, oder? Also wir haben ja jetzt hier ultra viel Industrie bekommen.
Hier nochmal 24. Das wäre auch sick. 24 für eine... Das wäre schon sick. Machen wir. So. Dann boomt die nämlich auch ein bisschen. Ach, gucke mal, warte mal. Ihr könnt Städte in, einen kluge Köpfen-Modus versetzen, durch den Industrie und Geld und Wissenschaft umgewandelt werden. Ja, weiß nicht. Ja, hier in Hakenfelde habe ich ein bisschen Troubles mit der Stabilität. Bin ich early. Das kann ich nicht machen. Ah, weil ich eine Garnison erstmal brauche. Ja, dann machen wir einfach eine. Ja, machen wir hier, wa? Schön im Durchgang. Das ist ganz nice, wegen Choke Point. Okay. Ja, und hier könnten wir... Oh, guck mal. So. Was können wir hier bauen? Können so einen Bezirk noch bauen? Der bringt halt mehr Einfluss. Das, was wir am allermeisten brauchen. Oder wir gehen ja noch mehr auf Nahrung. Wollen wir hier schön boosten? Ja. Oder wir bauen einen schönen Hafen. Da kriegen wir aber nicht so viel Nahrung. Ja. Oder wir machen hier sowas. Das glaube ich ganz gut. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Gut. So, wo ist das jetzt gespawnt? Hier. Das ist die Karacke. Alter, die ist direkt ein Level-Up. Das ist ja geil. So. Geschützstand, keine Spezialregeln. Wie ist das jetzt hier? Eine Frage der Diplomatie. Die Azteken haben nun Kunde von eurem Reich erhalten. Do something clever today. Sign this treaty. Ja, lass mich überlegen. Also, 4 im Wind, dann sind wir bei 3. Ja, ja, ich weiß nicht. Also, das Angebot durchkalkulieren. Direkte Nicht-Angriffspakt, ne? So, wie ist denn generell so? Erstmal moin. Braun. Braun, die sind krass gut. Was haben die denn für Güter? Gar nichts oder ich sehe es nicht? Ja, wir machen mal, also nichts Angriff. Nee, das machen wir nicht. Machen wir ablehnen. Trotz eurer guten Absichten würde es meinen ruhmvollen Namen schädigen, so wenig anzunehmen. Clearly, we do not look at this issue in the same way. Die sachsüchtig. Und Stärken? Kriegsherr? Meister? Warum hab ich keine tollen Boni? Na gut. So. Ach so, weil wir in einer Krise sind, ne? Deswegen kann ich jetzt das nicht vorschlagen, oder wie ist das? Hm? Geht das nicht? Nee. Gut. Ja, dann, ach, guck mal, kann ich jetzt... Junge, Schwertkämpfer? Alter, ich habe einfach ein Schiff mit Kanonen. Seid ihr dumm? So, und die kann ich nicht angreifen. Ihr müsst einen Krieg erklären. Also kann ich theoretisch doch. Aber wir dulden doch Scharmützel. Angriffe innerhalb der Grenzen des anderen Reichs sind streng verboten. Scharmützel auf neutralem Gebiet fahren mitunter nicht so... Ah, okay. Das würde ich gern. Nicht? Na gut. So, dann... Was ist, wenn ich hier in so ein Gebiet... Ah. Gut, warte, dann gucken wir hier hinten nach, ja? Okay. Gut, dann machen wir direkt noch eins, oder? Nochmal durchkauen. Nee, das ist kacke. Oh mein Gott. Ja, hier ist alles fruchtbar. Aha. Könnten wir machen. Aber Stabilität ist so ein Ding. Ein bisschen Geld. Einheiten Industriekosten wären auch nicht schlecht.
Oder halt sowas. Hier wollen wir auch 30 Industrie bekommen. Aber 6, hier unten können wir natürlich auch mal Sachen machen. Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt die Forschung bald haben, da kriegen wir unnormal mehr Nahrung. Und was wir auch machen könnten, Machu Picchu beanspruchen. Aber dann ist meine gesamte, der gesamte Einfluss wieder weg. Aber ist es wirklich jetzt für mich so krass wichtig, eine Stadt zusammenzulegen? I don't know. Was ist der strategische Mehrwert, frage ich mich die ganze Zeit. Das muss doch irgendwelche Boni mit sich bringen. Oh. Oh, Junge. Okay. Oder nicht? Also Machu Picchu, das ist schon... Und es gibt doch 20 Stabil... Ja, komm, gönn. So. Ja, ist halt jetzt so. Also. Ohne verfügbaren Berg nicht möglich. Ah, lol. Oh, lol. Das ist ja heftig. Ja, machen wir für Spandau, oder? Guck mal, deswegen ist wahrscheinlich Stadt zusammenlegen gut, weil ich habe jetzt hier so ein paar krasse Gebäude, die Stabilität bringen. Hier. Ja, und wenn wir die zusammenschließen, dann gibt es zwar Einbußen in Bezug auf Stabilität, aber ich glaube insgesamt, wenn man hier so alles quasi zusammenlegt, die Gebiete mit krassen Stabilitätsboni, kommt man plusmäßig raus, könnte ich mir vorstellen. Also, wir ballern hier jetzt Machu Picchu, nehmen die Pyramide, Ehre. Genau, das Bötchen. Ja, nee. Und du, genau, du chillst. So, Griechenland wollen wir ja Krieg. Greetings, Sovereign. Are you with me or against me? So, geschlossene Grenzen. Ihr besudelt meine Ehre. Das hat jetzt ein Ende. Bitte, sei mal jetzt sauer auf mich oder so. Hm. Aha. Kriegsentschädigung. Warte mal. Ihr habt eine andere Staatsreligion. Ketzerei. Ja. Genau, konvertiert mal bitte. Komm, direkt hier ein bisschen... Mein Volk kennt den wahren Glauben. Euers nicht. Das ist unnormal unbelohnt. Unthinkable. Give me satisfaction or I will take blood. Was für eine Zeitverschwendung. Unfassbar, dass ich mit euch rede. Ah. Okay. Und sie hat sie will das Militärabkommen, Junge, zurückweisen. Ach, also auf dieses schwache Angebot, da gehe ich nicht ein. Things have changed. I relent. Na, das wird hier bald knallen, glaube ich. Na, schau mal an. Klüger, als ihr ausseht. Ja, aber jetzt habe ich doch, jetzt hat sie doch ihre Forderungen zurückgezogen. Jetzt kann ich doch handeln, oder nicht? Wahrscheinlich nächste Runde. So, was haben wir hier noch? Genau. Ja, ihr könntet das unterstützen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Ja. So, und ihr unterstützt es auch. Dann nur noch 5 Züge. So, Schiffchen. Wir erkunden jetzt mal schön, ja? Ach so. Junge, also ist das hier jetzt eigentlich gefährlich? Für ihn? Ist ja kein Hochseeding, ne? Raise the mainsail. Ja, aber da komme ich ja nicht rein. Da muss ich mal gucken. So. Hagenfelde. Genau, dann machen wir den nochmal. Geil. Ihr helft da. Na gut, das bringt ja kaum was. Hm. Vielleicht hier auch mal Schmiedeviertel? Wäre, glaube ich, nicht schlecht, wa? Hier, also theoretisch können wir hier halt, glaube ich, richtig heftig Industrie machen. Okay.
Ja, wie ist denn das jetzt hier, ne? Aber der kann anscheinend Hochseedings fahren. Weil ich hatte ja die ganze Zeit Schiffe, die hier so Damage nehmen, wenn die nicht im solchen Gewässer sind. Oh, ist das jetzt schwierig? Wenn ich bei denen in deren Grenze bin? Hm. Okay, wir erkunden erstmal schön hier. Gut. Geil. Genau, Steuerbehörde, Hellebardiere. So, alles klar. Dann fahrt immer weiter. Hä, auf einmal kann ich rein. Ich kann auch angreifen. If only I commanded an empire as grand as yours. Ihr befindet euch im Krieg? Wann ist das denn passiert? Habe ich doch beinahe nicht mitbekommen. So, was ist denn das für ein Boot? Ja, drauf. Mach ich. Okay, ja, der hat größtenteils Kacktruppen. Okay, dann machen wir hier Druck. Und wenn hier das fertig ist, baue ich meine Boote. Aber ich muss doch eigentlich die Griechen wegmachen. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Überraschungsangriff, einen Überfall, oder? Oh ja, und hier wollte ich auch nochmal gucken. Unabhängige. Ihr könnt diese Unabhängigen nun unterwerfen. Geil, wir haben... Wir haben es voll? Ja, für 800. Ja, machen wir. Jetzt ist es einfach wieder meine Stadt. Das ist ja dumm. Aber ich habe die ganzen Truppen. Oh mein Gott. Und ich kann die upgraden zu Hellebardieren. Okay. Ja, dann... warte mal. Die machen wir mal zu einem. Junge, das ist ja dann... So, und dann hier hin. Und da setzen die dann überall zu den Azteken. In der Neuzeit. Frühe Neuzeit. So. Hier ist natürlich jetzt... Ja, das ist nicht so nice. So. Ja, nicht, dass sie rebellieren. Ja, die müssen halt... Also, okay. Ja, aber dann weiß ich es jetzt. Die ist aber insgesamt ganz gut ausgebaut, tatsächlich. Haben die gut gemacht. So, ja, dann baut ihr damit. Schön. Hakenfelde. Ja, Schmieden, ne? Wollten wir jetzt viel. So, hier, 26. Guck mal. 24. Aber ich glaube, wenn wir hier rumbauen, ist insgesamt mehr worth als hier. Auch wenn das jetzt verlockend aussieht, ist im Long Run das hier, glaube ich, besser. So. Dann, das Bötchen. Hier sind 4 Units. Ja, aber die kämpfen ja nicht, ne? Landanheiten können ihre Fähigkeiten nicht einsetzen, wenn sie an Bord eines Schiffes sind. Das heißt, wenn ich das jetzt versenke, verliert er die 3 Einheiten. All hands to stations. Ciao. Einfach mit Kanonen so ein Mittelalterboot abgeballert. Oh, jo, hier sind ja noch mehr. Oh mein Gott! Okay, das geht gar nicht. Die schießen mich ab. Was ist hier jetzt los? Schießen die Pfeile? Ey! Okay, ciao. Also, wenn der es überlebt, kriegt er ja unnormale Erfahrung. Warum schießt er eigentlich nicht zurück, wenn er hier angegriffen wird? Jo, wie viele Truppen der da drauf hat? Ah, nee, das sind die alle. Okay, ciao. Oh, jetzt muss ich die one-shotten oder ich fahr weg. Nächste Runde. Okay, heftige Schlacht. Ja, hier habe ich jetzt gut reingeballert, ne? Okay, so, was haben wir hier? Diebe der Meere. Alter, der macht Auge. Der transozeanische Handel floriert. Allerdings locken derart stark befahrene Routen auch die Geier der See an. Gerüchten zufolge planen Piraten in der Nähe der wohlhabenden Stadt Harappa volldreiste Überfälle auf Schiffe. Soll das Reich nicht handeln, wird das für die Stadt vorgesehene Geld wahrscheinlich die Taschen der Schurken füllen. Wie sieht ihr die... Ja, okay.
Aha. Ui. Ja. Ich brauche Stabilität. Und wir kriegen neue Armee. So. Wir haben ein Sternchen erhalten. Oh, sind das alles Karaken? Oh mein Gott! 3 Stück! Abfahrt. 3 Karaken für 200 Gold. Ist ja ultra gut. Ich habe inzwischen so viel Armeen. Ich kriege ganz wenig Gold nur noch pro Runde. So, dann beenden wir jetzt meinen Zug. So, und jetzt will ich aber zuerst dran sein. Nee, ich one-shotte die nicht. Scheiße. Dann fahre ich mal hier hin. Und jetzt? Ich muss das halt, ja. Dann verliere ich jetzt die Schlacht, wa? Kann ich mich heilen? Ach so. So. Ich kann mich nicht heilen, ne? Ja, aber ich glaube dann... Ich muss halt deren Flagge erobern. Aber die scheiß Bogenschützen knallen mich halt ab. Wie viel Range haben die denn? Ach cool, ich sehe, wo der die hinzieht. Also, ich könnte die one-hitten. Oh, lol. Ach, das war jetzt schon mein Zug. Okay. Hm. Nee. Ja, ich glaube... Ich glaube, dann kann ich fliehen. Ich meine, an sich... Ja, ich chill einfach hier hin. Oh, lol. Ich chill einfach hier hin. Und lass... Also, ich muss ja halt deren Flagge erobern. Oh, das sieht gut aus. Die kann ich one-hitten. Nächste Runde. Geil, bis dahin ist ja meine Verstärkung vielleicht da. Ui, warte mal. ...150 Einfluss. Geil. Oh, hier ist grün. Habe ich noch nie gesehen. Die sind richtig bad. Ambra? Perlen? Die geben Stabilität. Oh, Junge, die will ich Teutonen. Osmose-Ereignis. Geil. Moin. You've scaled such heights. It would be a terrible shame if you lost it all. Ist das eine Drohung, Digga? Pass mal auf, mit wem du redest, Junge. Guck mich mal an. Also, ich kaufe hier komplett ein. Indem wir handeln. Die Welt ist voller Möglichkeiten, oder? Oh mein Gott! Ich hab hier einen Vorschlag. Komm in die WhatsApp-Gruppe! I can live with this. Accepted. Salbei habe ich noch gar nicht. Gibt Stabilität. Großartige Entscheidung. Ihr seid der Stolz eures... Auf alle Städte. Oh mein Gott. Ich brauche was, was... oh mein Gott. Porzellan. Porzellan habe ich ja schon 3. Das wäre dann das 4. Ich brauche die Technologie... Mäzenattentum, Digga. Damit das knallt. Wo ist denn das? Hier. 4 Einfluss auf Hauptplatz. Mm. Können wir auch mal hinforschen demnächst. So, warte. Also, wir handeln dich jetzt komplett leer. Pass auf. Also, alles, was Stabilität bringt, gönn. Edelstein auch. Ist mir scheißegal, wie teuer das ist. So, Salz bringt Nahrung und Stabilität. Es ist einfach nur geil. Ambra, Stabilität und Wissenschaft nehmen wir. Perlen nehmen wir. So, jetzt habe ich 5000 Gold ausgegeben, aber ich müsste jetzt ultra viel Stabilität überall haben. Yo. Das hat einfach... Okay, das wären meine... Die sind richtig weak,
Aber die haben richtig nice Ressourcen. Das wären meine Mates. Hat die eigentlich einen Namen so als Herrscherin? Gilgamesh. Oder was? Oder wie? Ah, hier kann ich weiter gucken. So einfach. Midas. Okay. Alles Frauen. Krass, ey. Hier, ne? Girlbosse, Digga. So. Ihr fahrt hier runter. Okay. Genau, ihr latscht hier weiter. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage. Ich brauche halt das scheiß Salpeter, Digga. Na gut. So, öffnen. Und die werden jetzt erschossen. Kann ich von da ballern? Einfach outscaled. Oh ja, gerne, gerne. Noch 3 EP. Dann sind wir Level up. Junge, ist Level 2. So, ich brauche Verstärkung. Ah. Machu Picchu, Ehre. Osmose-Ereignis? Ja, gerne. Zack. So, was ist jetzt hier? Geil. Was hat es gebracht? 100 Einfluss. Alter, es läppt. So, rein ins Gefecht. Geil. Plus. Und drauf. Plus. So. Was sehen wir? Gar nichts. Ich bin jetzt auf deren Flagge. Richtig? Oder wo ist deren Scheißflagge? Ja, doch, bin ich. Ja. Negative. So. Okay. Der macht Chili-Milli. Eieieiei. Armbrustschützen? Ja. Ja, die knallen wir weg. Geht nicht? Die Azteken spielen. Achso, wir sind noch dran. Können die mein Boot angreifen? Sieg. Geil. So, du gehst dich sowas von heilen. Geil. Alter, das war... Junge, ich bin den technisch so überlegen. Schön. Oh, nice, Alter. Jetzt hier der Städteboom des Herrn, des Todes. So. Gut, also. Machu Picchu ist fertig. Und jetzt sollte ich auch überall... Okay, das sieht nicht so gut aus. Warte mal. 3, 2. So, und jetzt sollte ich überall richtig krass Nahrung pumpen können. Hm. Gerade geguckt, ob da irgendwann plus zweimal steht, aber gut. So. Dann machen wir das voll. Und das voll. Ich kriege ja durch Machu Picchu anscheinend sowas von viel Nahrung. So. Den Käse irgendwo nochmal. Ja, hier, ne? Easy. Ach. Ja, genau. Dann mache ich hier Schmiedeviertel, I guess. Schön noch am Berg ran. So. Spannau, was machen wir bei euch? 5 Geld pro Seehandelsroute. Das ist übel gut jetzt. Weil ich habe jetzt einige. Oh, ich kann jetzt auch Arkebusiere bauen. Die spam ich rüber. Das machen wir. Okay, und hier... Ja, das ist die einzige Stadt, die jetzt nicht super viel... Ich krieg jetzt deutlich mehr Einfluss. Na gut, vielleicht doch ganz worth. So, ich glaube, das machen wir mal. Weil wir haben hier ein paar Schmiedeviertel. Und hier ja auch. Okay. So, und Starken... das ist Billo. Aber auf der anderen Seite... Können wir natürlich hier so 2 nebeneinander machen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube doch. Doch, das machen wir. So. Warte mal, bei Starken... Sind die auf 100? Ja, quasi. So, NASA... Ja, hier ist weiterhin ein bisschen schwierig, ne? So, da können wir aber hier ganz viel machen, glaube ich. Genau. So, das hier zum Beispiel. Dann das. Dann das.
Und dann das. So. Oh, meine Truppen bewegen sich. Ja, Griechenland muss fallen. genau, der kann ja nicht. Ja. Ja, wie machen wir das mit Griechenland? Also das Schöne ist, ein Salpeter reicht, um die Arkebusiere zu bauen. Aber ich will meine geilen Boote... Also, wofür habe ich die denn, ja? Das war ja einer der Hauptentscheidungspunkte. Aber wenn ich hier jetzt einen Überraschungsangriff mache... To what do I owe the pleasure? Wie wichtig ist hier der Handel? Kupferpuzzle. Ich will die halt richtig sauer machen, aber sie... Ja, sie sind jetzt aggressiv. Ich krieg den Krieg nicht erklärt bei denen. Was ist das denn? Ah, ich bin schon Verräter. Ach, krass, man ist auch Verräter, wenn man Abkommen unterbricht. Ja gut, dann kann ich auch einen Überraschungsangriff machen. Dann wird's jetzt ernst. Wir befinden uns im Krieg. So. Dann gehen wir jetzt rein. Von allen Seiten. So, moin. Hallo? So. Okay, manuelle Schlacht. So, ein bisschen erhöhte Position. Okay, das sollte passen, oder? Dahin, ja. So, Verstärkung ist in Reichweite, sehr gut. Oh lol, die haben geforscht. Und wie? Was kommt hier? Okay, okay, okay. Die machen übelst einen Ausfall. Okay. Kriegen wir aber hin. Wie stark die trotzdem noch sind. Guck mal, die befinden sich, die laufen hier in die Kontrollzone und werden komplett weggeballert automatisch. Das ist halt richtig nice. Okay, also der ist sehr weit oben. Ja, dann one-hittet der jetzt die. Dann sind die schon mal weg. Geil. So, dann. Du gehst hier hin. Und schießt die ab. Du machst das auch. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. So, dann machen wir das. 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 So. Das sollte gehen. Die haben ja 4 Reichweite. Ja, und dann noch so. Mhm. Runde beenden. So. Ja, okay. So. Geil. Schön Long Range. Schön drauf, ne? Das läuft gut. So. Geil, ich schaff die perfekt. Und Last Hit. Ach, jetzt noch das Bötchen. Ja, ne, ich glaube, ich habe alle fertig, oder? Ja. Ja, was machst du mit deinem Kackboot? Ah, ich könnte auch einfach auf die Fahne, ne? Geht das nicht? Ja. So, jetzt kann ich ja nicht durchbrechen. Kann ich von da schießen? Ja! Junge, das sind einfach nur Reiter. Das Boot wird jetzt abgeknallt. Schön. So. Militärstern. Welttat vollbracht. Erobert Pavo. Hä? Ach so, der ganze Kontinent. Na so. Okay, cool. Gut, hä, was mit den Azteken?
Weil kann ich jetzt nochmal gucken, was mit den Azteken war? 8 Kriegsunterstützung eurer Bevölkerung gegenüber der Azteken. Steigt um 8, ja. Klar. Ist ja klar. Die habe ich ja fertig gemacht. So. Aha. Ja, das Problem ist, dass der Durchbruch von den Abkommen richtig... Aber kann ich den nicht zum Aufgeben irgendwie zwingen? Das schauen wir dann nächste Runde. So, wir haben jetzt das erforscht. Genau, das ist jetzt richtig geil, Getreidesilo. Und neues Wunder kann beansprucht werden. Und die Griechen stehen kurz davor. Ja gut, dann machen wir das jetzt zuerst. Also. Nee. Babylon. Ja, kein Vasall. Ich brauche das Salpeter jetzt safe. Es tut mir leid. Ja, da habt ihr Respekt vor mir, was? You win. You win. Alter, Achievement 6 Rundensieg. Geil. Gut. Dann habe ich jetzt genug Salpeter. Was kann ich hier für... Ja, die, ne? Ja, gut, das ist mir egal. Okay, cool. Dann machen wir... Jo, der hat ja gar keine Bevölkerung. Dann machen wir mal das. So. Und auf Städtewachstum. So, und Salpeter. Und das kaufen wir dann gleich. Cool. So, und ihr geht... Ja, genau. Ihr heilt euch erstmal. Und ihr auch. Nö, ihr braucht nicht. So, ihr wandert weiter hier zur Küste. Weil hier holt man euch dann ab. Das wird geil. Ja, ihr könnt da dann auch hin. So. Was machen die Bötchen? So, du gehst jetzt wieder ins eigene Territorium und heilst dich. Du bist ja ein absoluter Babbo. Stufe 2. So, und ihr macht hier weiter Heckmeck. Ja? Darauf sind nämlich die Azteken nicht gefasst. So. Okay, das sieht alles gut aus. Ah, hier erst in 3. In 2. Aha. In 1. Schön. Das steigt auch. Ja, Abfahrt. Ah, juckt ein bisschen das Ding. Es ist Polyester, ne? Aber es ist ein schönes Gewand. Griechen sind gefallen. Ich habe einfach alle auf meinem Kontinent zernichtet. Jetzt die Frage. Das ist ja ein echt fetter Kontinent, ne? Und hier fehlt ja... Oh, Osmose-Ereignis. Warte, Babylon. Zack. Geil. Hier fehlt ja noch... Blau und Lila. Oh mein Gott, die sind richtig gequetscht. Vielleicht sind das sogar 2 Kontinente. Schauen wir mal. Werden wir dann sehen. So, erstmal wird gekämpft. Plündern. Geil, der Hafen wird geplündert. Klar. Ah, weil das deren Handelsknoten ist. Ne, dann lieber nicht. Ah, das ist eine scheiß Insel. Wir stacken mal. Ihr haltet euch weiter, sehr gut. Ja, ein bisschen Damage haben sie bekommen. So, Harappa. Ja, Junge, ich kann jetzt hier vollkommen eskalieren, was Bezirke angeht. Ich habe ja so viel Stabilität. So, was können wir da machen? So was hier, ja. Lieber hier unten Schmiedeviertel. I guess. 17, hier da, 24, das ist geil. Scheiße, dann hätte ich das doch lieber... Na gut. Egal, Spandau. Genau, wir bauen jetzt hier mein... Ach ja. Wie viel Gold habe ich denn? Ja, perfekt. Zack. So, jetzt kann ich die scheiß Boote bauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Zack. In 2 Runden. Babylon. In einer Runde gibt es einen Dude. Sehr gut. Ja, ihr marschiert jetzt dahin. Und ihr auch. So. 8 scheint übrigens das Cap zu sein in dem Spiel. Ja, Babylon, ich weiß nicht, ihr könnt ja... Na, wir können... Ja, was können wir machen? Hier, sowas. Aquädukt. Und das dann. Und dann das. Irgendwie. Oder ja, mal gucken. Gucken wir dann. Ja, aber ist doch ganz schick.
Die Azteken haben die Epoche Mittelalter erreicht. Die haben jetzt erst das Mittelalter erreicht. Junge, kein Wunder, dass meine Boote die da komplett wegdübeln. Das ist ja asozial. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, nächste Folge. Die haben auf dem krassen Berg da ihren Hauptplatz. Nächste Folge dübeln wir hier komplett rein und machen die nass. Und optimieren unsere Städte, schweißen die zusammen und so weiter. Bis denn. Tschüssi.